In diesem kleinen Briefumschlag ist ein Haufen Eisen. Manch einer mag denken, es gehört zum alten Eisen, aber der fehlt. Ja, weit gefehlt, weit gefehlt. Haken von Gamakatsu. Gamakatsu war in den letzten Jahren vielleicht jetzt nicht so in aller Munde und nicht so im Vordergrund, aber tatsächlich, als ich vor, weiß gar nicht genau, irgendwas vor um die 15 Jahren ungefähr mit dem Karpfenangeln angefangen habe, da war Gamakatsu das Maß aller Dinge, wenn es um Haken ging. Es gab da noch ein, zwei andere, die mitgespielt haben in der Liga, aber Gamakatsu, das waren die Haken schlechthin. Ja? Die galten als robust. Die galten als scharf und langlebig und Preis-Leistung war top. Es sind Haken, die aus Japan kommen, also japanische Haken, heißt ultra gute Qualität. Und das Coole ist, dass die jetzt wieder reinpushen, dass die ihre Range schön aufpoliert haben. Und jetzt habe ich hier 6 verschiedene Teflon-beschichtete Haken, die wir uns mal etwas genauer angucken. Wir haben einmal die Super Smooth Teflon und dann haben wir einmal mit Teflon Coating die A1 Serie. Und ich würde jetzt einfach mal zwischen den beiden kurz unterscheiden, damit ich nicht die ganze Zeit viel zu viel in den Händen habe. Was mir hier ganz besonders auffällt, und das möchte ich jetzt gleich hervorheben, ist ein Haken, der meine persönliche Angelei auf jeden Fall bereichern könnte. Und es handelt sich hier um einen Haken, der eine White-Gape-Form hat, aber, und jetzt kommen wir zum ganz, ganz großen aber ein nach außen gebogenes Öhr und eine leicht nach innen gebogene Spitze. Und jeder kann jetzt sich schon denken, worauf ich hinaus will. Das hier könnte ein perfekter Haken sein, um zum Beispiel am Kanal zu angeln. Zum Beispiel auch ein durchgebundenes Stiff-Rig, ja. Oder etwas steiferes Material, denn durch das nach hinten gebogene Öhr ist der Austrittswinkel des Materials perfekt, um zu haken. Durch die nach innen gebogene Spitze ist die Schärfe, die ich gleich noch testen werde, der Schärfegrad der Spitze ist geschützt. Die Schärfe der Spitze bleibt erhalten, weil sie sich in Theorie nicht so schnell und leicht an Steinen und dem Betonuntergrund aufwetzen kann. Also hier ein ganz besonderer Haken. Durch die White-Gape-Form, ja, durch diesen weiten Bogen sozusagen, perfekt geeignet, um auch einen etwas größeren Köder zu fischen und um sich gut im Maul zu verkanten und zu greifen. Schärfe macht einen guten Eindruck. Ich gucke mir mal die anderen an aus der Packung. Ja, aber die sind alle ungefähr so, ja. Da habe ich mich jetzt nicht getäuscht. Also, was fällt mir auf bei dieser Schärfe von diesem Haken? Mir fällt auf, dass er schon sehr scharf ist, aber jetzt nicht so klebrig, super mega ultra scharf, sprich, dass man nur einen Fisch damit fangen könnte und die Spitze danach sofort Müll ist. Der Haken macht mir den Eindruck, als hätte er eine stabile und langlebige Schärfe, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Das ist natürlich sehr in Wind gesprochen, das muss man testen, das muss man ausprobieren, das kann man nicht so sagen, aber so aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich mir die Dicke der Spitze angucke, wenn ich einfach mal so reinspüre, wie sich das anfühlt von der Schärfe her und auch so nach Augenmaß würde ich sagen, das ist ein ultra scharfer, aber stabiler Haken mit einer stabilen, langlebigen Schärfe und könnte der perfekte Kanalhaken sein oder einer der perfekten. Ich habe da auch verschiedene Einsatzgebiete, je nach Köder, aber der macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Der White Gape Super, ja, von Gamakatsu. Dann haben wir den Specialist R. Das ist eigentlich eine relativ ähnliche Form, würde ich jetzt mal sagen, auch eher ein White Gape, auch mit leicht nach innen gebogener Spitze, nicht ganz so dolle und aber nach innen gebogenen Öhr auch. Ja? Also würde sich jetzt eher eignen, um den zum Beispiel mit einem Kicker zu fischen. Dann haben wir den Humpback, so ein typischer Bendhook-artiger, Curve-Shank-artiger Haken. Was mir hier auffällt und auch schon bei den anderen, ist, dass das Öhr nicht zu schmal ausfällt. Manche Haken haben zu kleine Öhre, finde ich, gerade mit etwas stärkerem Material kommt man da schwer durch, aber hier, das sieht solide aus. Und der Haken hier, so ein klassischer White Gape mit einer langen, geraden Spitze, einem leicht nach innen gebogenen Öhr, eignet sich perfekt für einen kleinen Kicker noch oder sogar einen etwas längeren Line-Aliner oder Kicker. In der Beschreibung dieses Hakens steht, den braucht man nicht, wegen der Form, das stimmt.
Also der gibt den Line-Aligner schon vor, der biegt die Schnur schon richtig vor, aber ich fische gerade dieses Hakenmodell sehr, sehr gerne trotzdem mindestens mit einem kleinen Kicker noch dazu, denn gerade durch die gebogene Form arbeitet sich so ein Haken leider hin und wieder durchs Maul. Deswegen stoppe ich hier dann ganz gerne doch nochmal mit so einem kleinen Kicker oder Line-Aligner, damit der Haken beim ersten Sitz auch wirklich sitzen bleibt. Das ist jetzt ein ganz klassischer Boilie-Haken, würde ich sagen. Oder auch geil für Partikelfischen, wie zum Beispiel mit Mais oder Tigernüssen, würde der mir relativ gut gefallen. Aber auf jeden Fall mit einem eher kompakten Köder drunter, wie einem Einzelboilie oder so. Und nicht zu langem oder zu sperrigen Köderpaket. Da ist so ein Haken, glaube ich, ziemlich geil. Was mir hier gut gefällt, ist eine ganz besondere Spitze. Das ist eine abgeflachte Spitze, die, glaube ich, sehr, sehr gut fasst. Bei allen drei Haken fällt mir auf, dass sie einen sehr, sehr kleinen Widerhaken haben, einen Microbarb. Und ich persönlich habe mit kleinen Widerhaken, mit solchen Microbarbs, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die leichter reingehen mit dem Haken und dass die weniger arbeiten im Drill und deswegen, obwohl sie kleiner sind, besseren Halt finden, dann aber paradoxerweise auch wieder relativ gut rausgehen mit einem Ruck, ja, und wenig Spuren hinterlassen, sodass das ganz, ganz schnell auch wieder verheilen kann. Finde ich cool, gefällt mir gut. Ich bin jetzt hier schon in die zweite Range mit reingerutscht. Die A1 Range, die ist 20% stärker, 20% härter und 100% wear resistant. Das übersteigt jetzt gerade sogar mein Fachenglisch. Aber allem Anschein nach sind diese Haken nochmal extra stark und extra stabil. Und jetzt, wo wir drüber reden, oder ich, fällt mir auch ein, als ich mit Chris Jabacher auf dem Boot war und wir sehr starkes Hook-and-Hold-Angeln geangelt haben, hat er auch komplett auf Gamakatsu-Haken geschworen. Und es waren, glaube ich, sogar welche aus dieser A1-Serie, die kommen mir bekannt vor. Aber so lackierte waren das. Jedenfalls sollen genau diese Haken dann gerade für den harten Einsatzzweck allem Anschein nach, wie zum Beispiel vor Hindernissen in Kraut und so weiter und so fort, die richtige Wahl sein. Und das ist dann hier auch mit dem Superhook von Gamakatsu der absolute Hindernishaken. Ja. Und dann haben wir hier noch einen speziellen und interessanten Haken, den D-Rig-Haken. Warum ist es ein D-Rig-Haken? Der hat im Grunde ja eine ähnliche Form wie so ein klassischer Boilie-Haken, aber mit einem langen Schenkel. Ja. Ist es schon ein Longshank? Ja, ich würde schon sagen, kann man schon als Longshank bezeichnen, auf jeden Fall. Und der bietet halt viel Platz, um einen Die zu binden oder um einen Laufring laufen zu lassen. Und damit wäre die Range komplett. Also, wir haben jetzt mal einen kurzen Blick drauf geworfen. Die Haken machen einen sehr guten Eindruck. Auch der super scharf, aber so eine stabile, gesunde Schärfe. Also das zieht sich hier durch. Ich habe nicht das Gefühl, dass die überschärft sind und darauf aus sind, in den allerheikelsten Situationen den einen Fisch zu fangen, sondern es ist wirklich eine Grundschärfe, eine gute, solide Schärfe, eine verlässliche Schärfe, wo ich sagen würde, mit der fängt man auch jeden Fisch, aber die hält wahrscheinlich auch wirklich einige Fische durch. Und auch einige Grundkontakte. Also sicherlich eine feine und stabile Sache japanischer Qualität. Also checkt mal auf jeden Fall die Gamakatsu-Haken auch aus. Denn was ich hier besonders cool finde auch, ist, dass der Preis auch bodenständig ist. So wie das ganze Produkt. Zwischen 5,50 und 6 Euro zahlt ihr hier pro Packung. Schreibt mir bitte unten rein, warum möchtest du welchen Haken? Und was findest du gerade an dem Gamakatsu-Haken cool? Und warum willst du den ausprobieren? Jeder nimmt teil, wie bei jedem Unboxing. In der Regel verlosen wir den Preis. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber zu 99,9% werden unsere Preise verlost. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines der Gewinnspiele und keine der Vorstellungen sowie der anderen Videos, die einmal die Woche bei uns zu finden sind, mehr zu verpassen. Alles klärchen. Viel Spaß beim Mitmachen, viel Spaß beim Haken aussuchen und philosophieren, wieso er cool ist.